So Leute, Zeit für eine neue Ausgabe von Final Fantasy 1 Dawn of Souls, hier auf 4x-Beziehung mit eurem Krabbe. Ich habe schon ganz vergessen, dass wir in der wundervollen Grotte waren. Naja, schauen wir mal, dass wir hier schnell rauskommen. Ach ja, wir waren sogar noch ganz unten, um Gottes Willen. Und es fängt perfekt an mit einem Hinterhalt. Hervorragend. Klatscht einfach mal so drauf. Wir schaffen das schon irgendwie. Wir schaffen das. Daneben Skelett, Versager-Skelett. Dann wollen wir heute mal schauen. Hier haben wir ja jetzt alle Truhen geöffnet. Aber im Anfangsschloss waren ja noch ein paar verschlossene Türen, die wir jetzt öffnen können. Und ich weiß gar nicht, wo noch überall welche waren. Wir müssen nochmal alles so abklappern. Ist auch ganz gut, dann leveln wir noch ein bisschen und dann bekommen wir auch noch ein bisschen Kohle und sind gut gerüstet, wenn es gegen die nächsten Herausforderungen geht. Ein paar Untote. Ja, bis gerade eben habe ich ja auch noch WoW gespielt. Und da hat mir der Maxi empfohlen, demnächst auch Untote zu klatschen. Lieber die Untoten als die Dämonen. Weil die werde ich ja noch oft genug klatschen. In Legion. So, da setzen wir doch mal wieder unseren Feuerzauber. Ne, Feuerzauber ein. Weg mit den grünen Schleim. Wer weiß, was die alles für Bakterien enthalten. Wir sind draußen, Nipi. Nie wieder in diesen scheiß Platz rein. Hoffe ich. Ich glaube nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Im Angriffsvorteil. Wir müssen gleich mal schauen, welches Level die Truppe hat. Ich glaube irgendwas mit 21 oder so. Ja, 21, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und 25.000 Jill, die werden wir auch auf jeden Fall benötigen. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Zauber in der nächsten Stadt kosten. Das wird sicher nicht billig. So, warum nicht noch mehr Gegner? Diese Scheißwölfe. Ja, klatsch sie weg. So, müssen wir noch ein bisschen runter. Ach ja. Ich freue mich schon, wenn wir gleich, beziehungsweise was heißt gleich, diese Folge wird das wahrscheinlich noch nicht passieren, dass wir irgendwas Neues sehen. Diese Folge werden wir noch genug mit dem Öffnen der Truhen zu tun haben. Weil ja andauernd irgendwelche Zufallskämpfer auf uns warten. Ist halt kein Dark Souls. Aber Dawn of Souls. Eigentlich müsste dieses Spiel ja schwieriger sein als die NES-Version, weil es halt Souls im Namen hat. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist leichter als die NES-Version.
So, dann können wir einmal in die Stadt Cornelia. Und dann kann die Truppe für 30 Gil pennen. Das ist ja fast geschenkt inzwischen. Und am Anfang haben wir uns drüber aufgeregt, was das für Halsabschneider waren. Da sind sie alle wieder fit. Ja. Na, hat die mir irgendwas Neues zu erzählen? Angeblich öffnet der Zauberschlüssel sämtliche Truhen. Ja, das weiß ich doch. Meine Fresse. Die erzählt einem auch nichts Neues. Also ab ins Schloss. Na, das war keine dieser Türen. Aber da unten war das. Ne, da waren auch Familienmitglieder von denen, ne? Ja, genau. Da war die Prinzessin, die wir gerettet haben, wenn ich mich recht entsinne. Okay, hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann war das oben rechts, ne? Aber erstmal können wir ja hier hingehen. Vielleicht ist hier ja noch was gewesen. Nee, hier auch nicht. Dann müssen wir wohl außen rumgehen. Hoffentlich ist in den Truhen irgendwas Schönes. Ah, hier außen ist nichts, also müssen wir gleich oben rechts runtergehen, ja. Genau. Der Zeitpunkt ist gekommen. Öffnet mit eurem Schlüssel die Türen zu den Schatzkammern. Die vielen Gegenstände werden euch von Nutzen sein. Woher weiß der das? Meine Fresse, alle sind sie am Tratschen. Hütte gefunden, okay. Ein Säbel gefunden. Säbel ist doch auch nicht mehr so geil, ne? Ja, haben unsere Leute schon Mithril-Messer. Da schauen wir doch mal. Angriff geht nach unten. Kritische Trefferquote wird um 10 erhöht. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Warum hat der Basti kein Breitschwert? Naja, warum auch immer. Ich glaube, der Maxi bekommt mal das Mithril-Messer, um unsere kritische Trefferquote zu erhöhen. Wer weiß, was der dann da rausklappt. Schauen wir mal. Und notfalls kann man immer noch auf das Säbel zurückwechseln, wenn das doch nicht so geil ist. Aber die kritische Trefferquote um 10% erhöhen, das hört sich ja ganz nett an. Oder den Trefferschaden davon um 10% erhöhen. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür das genau steht. Eisenrüstung. Eisenrüstung hat der Stefan aber schon an. Der Maxi kann sie nicht tragen, der Basti auch nicht. Und der Flo sowieso nicht als Heiler. Ja, schade. Können wir auch nur verscherbeln. Ein Zelt. Was ist da drin? Schwarzpulver? Okay. Das scheint uns was zu bringen. Das ist etwas Wertvolles. Ein Explosivstoff, der zur Sprengung von Gestein benötigt wird. Ah, habe ich vielleicht eine Idee. Aber noch nicht jetzt. Gehen wir erstmal weiter. Und zwar dort, wo wir die Prinzessin gerettet haben. Da gab es ja auch noch ein paar verschlossene Räume.
Ja, die halten jetzt kaum noch was aus. Bringen uns auch nicht viel beim Leveln, naja. Ist etwas doof. Ziehen wir schneller. Glaube ich zumindest. Aber ziehen wir es durch. Wir bleiben jetzt bei unserer Regel, nicht zu fliehen und fertig. In anderen Teilen kann man das ja dann anders gestalten. Weil es sowieso nicht so gut ist, so häufig zu fliehen, das macht sich dann nur böse bemerkbar bei Kämpfen, bei denen man nicht fliehen darf. Da bekommt man dann richtig auf die Fresse. Ach, der Gigaswurm. Der kann auch nichts mehr ab. Ja, wie schnell die alle liegen. Das gefällt mir. Und wie war euer Wochenende so? Auch wenn jetzt schon wieder Mittwoch ist, aber kann man ja trotzdem mal fragen. Ich war ja erstmal beim Schrauber, weil mein Auto ja so ein Runenschwert hier und dann mal Lessen macht. Mitte des Jahres kommt ja sowieso ein anderer, gehe ich mal von aus. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und das soll jetzt der Drehzahlgeber sein. Also muss der immer mal gewechselt werden. Effektiv gegen magisch Versierte. Okay. Cool. Hat der Stefan ein neues Schwert erhalten? Das sieht doch ganz hübsch aus. Das ist auch gegen diese verdammten Dämonen ganz gut. Gegen die Pisco-Dämonen oder wie die heißen. Ach verdammt. Tür verpasst und in den nächsten Zufallskampf. Ein paar Gargoyles. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es ja auch schon mal erzählt hatte. Den meisten habe ich es ja schon erzählt, so außerhalb. Oh, Wolftöter. Außerhalb von irgendwelchen. Und eine Goldnadel. Let's Plays, dass ich mir jetzt die Capture Card gekauft habe. Die Razer, Ripsaw. War ja lange am Hin- und Her überlegen. Effektiv gegen Mutanten wie Werwölfe, okay. Und eine Goldnadel gegen Versteinerung, ne? Ja. Aber die muss ich noch testen. Die Capture Card habe ich bisher noch nicht angeschlossen. Ich glaube, das werde ich entweder. Heute ist ja noch Samstag bzw. Sonntag in der Früh. Werde ich das gleich noch machen oder nachdem ich gepennt habe. So. Runenschwert, Wolftöter. Sind gleich stark. Das ist natürlich jetzt die Frage. Schauen wir mal, wie der Wolftöter so aussieht. Natürlich ein Hinterhalt. Auch den finde ich noch hübscher. Diese orangene bis goldene Klinge, das hat was. Könnte ich dem Basti unter Umständen die andere Klinge geben, wenn er die benutzen kann? Schauen wir gleich mal. So, Basti, Breitschwert. Stattdessen bekommt der Basti das Runenschwert. Das passt sowieso ganz gut. Der Rotmagier, der sowohl physische Angriffe als auch magische Angriffe drauf hat, der bekommt auch das Runenschwert, was gegen magisch versierte Gegner effektiv ist. Und unser Krieger bekommt das Schwert, womit man Werwölfen richtig zusetzt, wie denen unter Umständen. Ich weiß zwar nicht, ob die jetzt als Werwölfe durchgehen. Sind ja eher normale Wölfe, aber wer weiß.
Der Schadenswert war zumindest ziemlich hoch. Oh. Immer diese schwarze Witwe, die uns in einen Hinterhalt verwickelt. Verwitwelt. Ach ja. Das war offen. Lauter Wölfe. Und hat's bei euch auch so geschneit? Am Wochenende. Und unter der Woche vielleicht auch. Also ja, der letzten Woche. Ich denke mal jetzt diese Woche. Ich weiß es ja noch nicht, weil es halt erst Wochenende ist bei mir. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Montag, Dienstag nicht so viel schneien wird. Ich hatte die Horrorfahrt nach Bonn am Mittwoch. Ich konnte kaum was sehen. Das war der helle Wahnsinn. Jetzt war ich auf A44. Dann kurz hinter Soest fing der Scheiß an. Morgens früh war noch dunkel halt und dann wurde die Autobahn knallweiß, so richtig, richtig dicke Schneeflocken kamen runter und sind gegen die Scheibe geprallt und das in Massen, dann so leichter bis mittlerer Nebel, dann beschlägt das Auto ja, zumindest der Audi beschlägt ganz gerne mal bei dem Wetter und also diese Mischung, ich konnte so ein bisschen von der Leitschutzplanke noch sehen und das war's. Hin und wieder hat es dann halt mal aufgeblitzt. Gewitter war halt auch noch dabei, das war so ein richtiger Blizzard. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da war dann ein LKW quer. Da war ich auch schon kurz davor zu sagen, okay, bei der nächsten Ausfahrt fährst du runter wieder nach Hause und arbeitest im Homeoffice, aber dann kam halt eine Zeit lang keine Ausfahrt und als die nächste Ausfahrt dann doch mal kam, da waren die Sichtverhältnisse zumindest wieder besser. Boah, verpiss dich doch mal, du Fledermaus. Und dann habe ich es doch riskiert und bin weitergefahren. Der Dunkelkristall, vollgesogen mit Boshaftigkeit und Hass, funkelt matt in schummrigem Licht. Die Luft ist erdrückend und, etwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. Ich glaube, hier haben wir jetzt auch alles. Wenn ich nicht irgendwie ganz blöd was übersehen habe. Wenn ja, dann könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, hier im Mittelteil ist halt nur der große Raum und die vier kleinen Räume in den Ecken. Gut, dann hätten wir das hier auch. Da gehen wir dann später mal hin und probieren das Schwarzpulver aus. Also vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch in der übernächsten. Aber vielleicht können wir uns auf der Weltkarte damit auch irgendwelche Wege frei in die Luft sprengen, explodieren lassen. Schauen wir mal. So, spontan wüsste ich jetzt nicht, dass dort noch irgendwo Truhen waren, die ich mit dem Schlüssel öffnen könnte, aber wir haben die Zeit und deswegen klappern wir das alles auch nochmal ab. Genau, jetzt geht's einmal zur Hexe. Aber da waren, glaube ich, nur die Besen, die Hexe selbst und der Flur und ihr Hauptraum. Aber Sicherheit geht vor. Nicht nur im Straßenverkehr. Oder allgemein im Verkehr.
muss ich mal schauen. Ich glaube, ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen. Aber die werdet ihr dann halt erst eine Woche später sehen. Also es gibt keine Doppelfolge diesmal. Aber in Zukunft bestimmt mal wieder. Ich muss auch mal schauen. Oh, da haben wir doch noch ein paar Ton. Potion, Potion. Ach ja, ich glaube, ich war damals so nett und habe die nicht geöffnet. Aber weil du so eine unverschämte blöde Kuh bist, habe ich die jetzt einfach geöffnet. Tja, scheiß Hexe. Kannst froh sein, dass du nicht auf dem Scheiterhaufen landest. Goblin-Wächter. Die einen wohl auch antanzen würden, um einen die Brieftasche oder ähnliches zu klauen. Wer weiß. Stellt euch das mal vor, wenn diese ganzen Wesen tatsächlich geben würde, so solche Riesenechsen. Ich meine, früher hat es die sicher mal gegeben. Oder zumindest größere, als wir sie heutzutage haben. Oder wenn es noch die Dinosaurier geben würde. Das wäre doch auch irre. Wenn auf einmal irgendwo so wilde T-Rex rumlaufen sind. Oder ein Titanosaurus. Fällt mir ein, ich muss mal wieder Ark spielen. Ist nur die Frage, mit wem. Mit Fuffi habe ich ja leider noch kaum noch Kontakt. Von unserer TS-Runde ja auch ein paar Leute. Arkham. Könnte man auch mal wieder einen Server aufsetzen. Das alte Spiel hat mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Das Add-on oder diese extra Version, die dann rauskam, die war auch in Ordnung, aber hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht. Also beim Grundspiel war halt, man hatte seine grünen Landschaften, man hatte Wüste, man hatte Eisgebiete und dann ja in diesem Zusatzteil Scorch irgendwas oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Da war es halt alles ja Wüste, hervorragend. Ach man. Ja, und jetzt noch ein Hinterhalt. Mich richtig aufzuziehen, ne? Aber eigentlich hätte ich hier auch gar nicht hingehen müssen, als ob in der Stadt da irgendwelche Truhen sind. Aber was soll's. Jetzt ist es halt so. Können wir auch nichts mehr dran ändern. Ja. Ich würde sagen, da können wir auch direkt wieder rausgehen. Und den ganzen Weg zurück. Na, ich muss dann mal in Zukunft schauen. Weil Dark Souls geht ja auch nicht mehr zu lange, das Dark Souls 3 Let's Play. Ob ich dann direkt mit einem neuen dritten Projekt starte oder ob ich von Final Fantasy 1 und South Park jeweils eine Folge mehr pro Woche bringe. Wobei es halt ein Projekt gibt, beziehungsweise ein Spiel, was demnächst erscheint, worauf ich richtig Bock habe. Da bin ich jetzt
so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ein persönlicher Konflikt. Muss ich mal schauen. Ein bisschen habe ich ja noch Zeit. So bis Mitte Februar. Schauen wir mal. Ja, und wenn das mit der Capture Card dann alles ganz gut klappt, dann gibt es bald auch wieder Bloodborne. Was ich allerdings früh genug ankündige, eine Woche vorher oder so, denke ich mal. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Voraus. Aber jetzt das kommende Wochenende ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es da schon einen Bloodborne-Stream geben würde. Aber das Wochenende danach vielleicht. Schauen wir mal. Das erste Wochenende im Februar. Das kann gut sein. Dann geht's im Februar richtig ab. Kehrt der Lars hoffentlich zurück mit Stardew Valley. Dann wird mal wieder gestreamt. Dann laufen die neuen Projekte von Basti auch schon richtig an. Wobei die ja, glaube ich, jetzt auch schon Ende Januar anlaufen dürften. Aber so genau habe ich das jetzt auch nicht im Kopf. So. Da wären wir wieder in Stadt Cornelia. Eine Runde pennen. Dann könnten wir uns noch ein bisschen mit Items ausstatten. Und dann vielleicht auch mal mit dem König reden. Vielleicht kann der uns auch einen Tipp geben zum Schwarzpulver. Alter, verpiss dich! So, Potion, ja. Stück. Davon nehmen wir 8 Stück. Ach, Phönixfeder. Ach, sieh mal eine an. 4 Stück, dann haben wir 5. Das sollte erstmal reichen. Schlafsack eher nicht. Nee, nee. Wenn, dann Zelt und Hütte. Alter. Naja. So. Ich würde sagen, mit dem König können wir noch reden. Ich wünschte, ihr könntet länger hier verweilen. Aber nein, ihr müsst aufbrechen. Der Glanz der Kristalle muss wiederhergestellt werden. Na toll, Tänzerin. Ja, okay. Dann reden wir nochmal kurz mit der Tänzerin. Ein gewisser Nerik, angeblich ein Zwerg, benötigt dringend Schwarzpulver. Was will er bloß damit? Also müssen wir jetzt wohl doch bald zu den Zwergen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und wir gehen nochmal in diesen einen Bereich. Also in die eine Höhle. Vielleicht geht's da auch weiter. Also Leute, macht's gut.